habe ich die hohe Lohnsteuerklasse 6, wenn ich neben der Rente weiterarbeite. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema Hinzuverdienst und Hinzuverdienstgrenze 2022 schlägt wirklich hohe Wellen. Wir spüren das aktuell täglich mit den vielen Anfragen auf Rentenbescheid 24. Unter anderem geht es auch wie immer um steuerrechtliche Fragen. Hallo Team von rentenbescheid24.de. Ich will im Jahr 2022 meine Altersrente haben und in meinem Job weiterarbeiten. Ich habe die Lohnsteuerklasse 3 und meine Frau, weil diese sehr wenig verdient, die Lohnsteuerklasse 5. Ich habe im Internet gelesen, dass ich die Steuerklasse 6 erhalte, wenn ich in Rente gehe und weiter in meinem normalen Job arbeite. Dann muss ich ja viel Geld an das Finanzamt zahlen. Stimmt das wirklich? Also ich sage es Ihnen gleich ganz offen und ehrlich, das Team von Rentenbescheid 24, wir sind keine ausgewiesenen Steuerexperten. Und natürlich hat uns diese Frage beschäftigt und wir wollten natürlich wissen, wie kommt es denn eigentlich zur Lohnsteuerklasse 6? Und wie immer muss man mal im Gesetz nachlesen und da gibt es diesen Paragraphen 38b Absatz 1 Ziffer 6 Einkommensteuergesetz. Und dort steht geschrieben, die Steuerklasse 6 gilt bei Arbeitnehmern, die nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn beziehen. Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn aus dem zweiten und einem weiteren Dienstverhältnis sowie in den Fällen des Paragraphen 39c. Damit war für mich klar, dass der Rentenbezieher, der nur einen Job hat und über der Geringfügigkeitsgrenze verdient, grundsätzlich nicht in die Lohnsteuerklasse 6 kommen kann, wenn er quasi also neben der Altersrente noch einen Hauptverdienst hat. Ich möchte auch dazu sagen, dass die Besteuerung einer Altersrente nach dem Ertragsanteil läuft und die Besteuerung von Arbeitseinkommen nach einem völlig anderen Muster nach Lohnsteuerklassen und nach irgendwelchen Tabellen läuft. Trotzdem war ich mir nicht ganz sicher. Und da ich es natürlich für Sie genau wissen möchte, habe ich ganz einfach den Telefonhörer in die Hand genommen und habe den Lohnsteuerexperten Jürgen Marder vom Lohnsteuerhilfeverein Gladbeck e.V. angerufen. Der Herr Marder hat sein Lohnsteuerhilfebüro in Halberstadt und hat 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich Lohn- und Einkommensteuer für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Rentnerinnen und Rentner. Und wer, wenn nicht der Herr Marder, kann mir professionellen Rat geben? Also habe ich angerufen und der Herr Marder bestätigte mir, dass der Altersrentner, der nur einen Job neben der Rente ausübt und dieser Job über der Geringfügigkeitsgrenze liegt, weiter seine ursprüngliche Steuerklasse behält. Bei anderen denkbaren Konstellationen, wie zum Beispiel weiteren Nebenjobs neben dem Hauptjob oder Bezug einer Betriebsrente, kann es unter bestimmten Voraussetzungen zur Lohnsteuerklasse 6 kommen. Daher auch der Rat des Experten Marder, unbedingt zum Steuerberater oder zum Lohnsteuerhilfeverein gehen und sich dort beraten lassen. Rentnerinnen und Rentner, die im Jahr 2022 neben der Rente weiter einen SV-versicherungspflichtigen Job haben, werden nicht für diesen Job in die Lohnsteuerklasse 6 kommen. Also die behalten ihre ursprüngliche Lohnsteuerklasse. Dennoch, mein Tipp, lassen Sie sich bitte in dieser Variante oder auch in anderen Varianten, bevor Sie einen Job aufnehmen neben dem Rentenbezug oder praktisch weiterarbeiten wollen neben der Rente, steuerrechtlich beraten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.